Tai Chi im Alter. Hallo, hier ist der David und bei mir kannst du ganz einfach Tai Chi lernen. Unser heutiger Begriff im Tai Chi ABC ist Tai Chi im Alter. Wieso habe ich diesen Begriff gewählt? Nun, ich glaube, dass Tai Chi eine ganz besondere Möglichkeit bietet, gerade für ältere Menschen noch mal in Bewegung zu kommen, Sport zu machen, auch wenn sie das vielleicht vorher ihr Leben lang nicht so sehr gemacht haben. Das Besondere an Tai Chi im Alter sind zwei Sachen. Zum einen kannst du Tai Chi jederzeit starten, auch noch im hohen Alter, im Gegensatz zu vielen anderen Bewegungskünsten, wo du einfach ab einem gewissen Alter nicht mehr weiter diese Sportart ausführen solltest. Ja? Und du kannst auch noch, wenn du spät anfängst, auch noch sehr, sehr lange trainieren. Wenn du früh anfängst, natürlich auch, aber das Tai Chi hat den großen Vorteil, dass man bis ins wirklich sehr, sehr hohe Alter, eigentlich fast bis ans Lebensende im Endeffekt, da gibt es auch Beispiele für viele, Tai Chi praktizieren kann. Und ich kann das sogar beweisen, weil meine älteste Schülerin, die ist, das muss ich nochmal nachgucken, 1933 geboren. 1933. Und sie hat 2006 angefangen, ist immer noch dabei. Ja, also 1933 geboren und hat auch vor einigen Jahren angefangen. Jetzt kannst du selbst mal rechnen, wenn du das Video siehst. Also gut, du siehst das ja live, egal, aber wenn du die Aufzeichnung siehst, wie lange die schon dabei ist. Ja, das ist also wirklich machbar. Und sie ist nicht die Einzige in diesem Alter. Also sie ist schon die Älteste, aber nicht die Einzige. Es gibt einige ältere Teilnehmerinnen und auch Teilnehmer. Und jetzt kann man mal fragen, warum ist das denn so? Also warum hat Tai Chi gerade für ältere Leute so viel zu bieten? Zum einen denke ich, ist es so, dass Tai Chi ja sehr, sehr langsam und sehr bewusst ausgeführt wird. Und das bedeutet einfach, dass wir die Bewegungen nicht hastig und unkontrolliert ausführen und so schon mal per se sehr gut Verletzungen vermeiden können, was in vielen anderen Sportarten einfach dann nicht machbar ist. Gerade wenn man so Gruppensportarten hat oder so, sind Verletzungen ja meistens, sagt man so schön, vorprogrammiert. Und wir lenken die Achtsamkeit, während wir Tai Chi machen, auf den eigenen Körper, wollen also den eigenen Körper spüren und merken darüber auch noch mal zusätzlich, wenn irgendwas nicht so ganz richtig funktioniert, wenn irgendwo Bewegungen nicht so ganz sauber oder richtig sind. Und das ist in vielen anderen Bewegungsarten auch nicht so. Da merkst du die Beschwerden immer erst hinterher, ja, so langfristig. Gerade zum Beispiel beim Joggen, wenn die Knie dann irgendwann wehtun, das merkst du beim Laufen vielleicht nicht so direkt, aber dann später. Und im Tai Chi haben wir so eine direkte Selbstwirksamkeit, nennt man das, dass du direkt selbst spürst, was so passiert in deinem Körper. Am Anfang sicherlich auch nicht so gut, das heißt, dann brauchst du einen guten Lehrer, der dich da korrigiert, aber mit der Zeit kriegst du eine ganz gute Wahrnehmung in den Körper hinein. Und wir können das Tai Chi sehr gut an die eigenen Möglichkeiten anpassen. Also wenn du irgendwie ein Handicap hast, dich bestimmte Bewegungen nicht machen kannst oder darfst, dann kannst du das in das Tai Chi einbauen und kannst zum Beispiel die Schlange, ja, eine der grässlichsten Bewegungen, weil man so tief runter geht, die kann man einfach weglassen dann und eben da nicht in die Extreme gehen und so dann das Training an seine eigenen Möglichkeiten anpassen und das so gestalten, dass es für einen selbst auch wirklich hilft und funktioniert. Und ich bin wirklich ein Vertreter davon, eben nicht den Menschen an die Form, an die Vorgabe anzupassen, sondern das ganze System, was wir haben, zu nutzen, damit es uns dienen kann, dem Übenden dienen kann und deswegen muss es sich an den Übenden auch anpassen. Tai Chi hält dich einfach auch, wenn du es dann praktizierst, nochmal sehr gesund. Also einfach, du bleibst in Bewegung. Bewegung ist total wichtig, auch gerade im Alter, um vital zu bleiben. Rein körperlich gesehen, aber auch mental, weil du natürlich Bewegungen sehr bewusst ausführen musst. Du musst dir die Choreografie der Form merken. Du musst auf verschiedene Sachen gleichzeitig achten. Und es gibt einige Untersuchungen, die dann zum Beispiel zeigen, dass gerade im Alter der Blutdruck sich ausgleicht oder
Stürze zum Beispiel auch vermieden werden. Also es gab Untersuchungen an älteren Leuten und man hat festgestellt, dass sie, die Tai Chi machen, weniger Stürze haben und so zum Beispiel weniger Oberschenkel-Halsfrakturen etc. als die Kontrollgruppe. Inwieweit diese Studien dann wirklich aussagekräftig sind und so weiter, sei dahingestellt, aber zumindest mal berichten auch viele Leute, ältere Leute im Tai Chi bei uns darüber, dass über das Tai Chi sie einfach insgesamt vitaler sind und auch noch mal das Alter anders genießen können als ihre Freunde oder Nachbarn oder andere Leute, die eben kein Tai Chi machen in dem Alter. Die eigene Fitness kannst du zusätzlich dann noch mal sanft steigern. Also durch regelmäßiges Training wird deine Kondition verbessert, in dem Maße, in dem du das dann noch verbessern kannst in dem hohen Alter. Der Gleichgewichtssinn wird verbessert und so weiter. Das heißt, das Tai Chi hat einfach insgesamt sehr viele gute Effekte auf Körper und Geist und die machen sich dann vor allen Dingen auch im Alter gut bemerkbar. In der Jugend vielleicht erstmal nicht so sehr, aber im Alter dann auf jeden Fall. Und deswegen ist Tai Chi auch gerade im Alter eine so wunderbare Sache. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, loszulegen, dann ja, starte doch einfach online oder offline. Ich würde mich sehr freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du einen Kommentar hier unten drunter hinterlässt und wir uns dann auch das nächste Mal sehen. Bis dann. Tschüss.